Hey ho, ja! Heute gibt's mal wieder ein weiteres Video und heute erkläre ich euch, wie Redstone funktioniert. Redstone in Real Life, also in der echten, im echten Leben, gibt es Kabel. Und in Minecraft ist das dargestellt mit diesem Rotsteinstaub. Redstone kann insgesamt 15 Blöcke lang fließen. Bedeutet, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Blöcke an Redstone. Das kann man bepowern mit Stromquellen. Einmal einen Redstone-Block, einen Knopf, der ist aber auch nur so lange an, wie er gedrückt ist. Dann einen Schalter und eine Redstone-Fackel. Ich mache das jetzt mal mit einem Redstone-Block und jetzt ist das ganze Redstone hier angegangen. Wenn wir jetzt hier eine 16. Lampe hinzufügen, dann geht die nicht an, weil Redstone halt nur 15 Blöcke lang fließt. Wenn man das jetzt aber hierhin weiterführen möchte, braucht man dazu einen Verstärker. Der Verstärker, der funktioniert so, dass man auf der einen Seite Redstone reinleitet und auf der anderen Seite kommt es wieder raus. Es geht aber nicht von der anderen Seite wieder zur einen Seite rüber. Das geht nicht. Also wirklich immer nur in eine Richtung. Wenn man das dann jetzt verstärken möchte, dann kann man das hier dann durchmachen und somit werden dann die hinteren Lampen auch angesteuert. So. Jetzt kann man aber diese Gnupsis, also den hinteren Gnupsi, kann man nach hinten verschieben. Und dann dauert es etwas länger, bis das dann durchgegeben wird. Ja, also kann man das hier dann langsam oder schnell machen. Ich hoffe, das hat bis jetzt jeder noch so verstanden. Dann gibt es Notenblöcke. Notenblöcke, die können Töne geben und können auch mit Redstone davon angesteuert werden. So, jetzt mache ich mal meine Blöcke aus, dass man die nicht mehr hört, weil das wird dann nämlich recht nervig. So. Und somit kann man zum Beispiel Lieder machen. Man kann jetzt zum Beispiel hier spielen. Okay, ich habe kurz noch was nachgeguckt. Jetzt kann man hier zum Beispiel das Lied We Are Number One von der Sendung Lazy Town abspielen lassen. Also mute ich mich jetzt mal und dann können wir das mal anhören. So, kann man dann auch Musik machen, denn die verschiedenen Instrumente kann man nämlich machen, indem man verschiedene Blöcke darunter setzt. Wenn man unter einem Notenblock einen Tonblock macht, einen Clayblock, dann gibt das so eine Art Orgel. Bei Holz gibt es einen Bass. Bei Gold gibt es ein Glockenspiel. Bei Sandstein oder generell Stein gibt es so eine Art Trumpfen. Bei Kies gibt es so eine Snare. Bei Glas gibt es ein Klicken. Bei Wolle gibt es eine Gitarre. Bei Kürbis gibt es so eine Art... Hört sich sehr witzig an. Hier gibt es so eine Art elektronischen Bit sozusagen. Und bei einem Heuball gibt es so eine Art Banjo. So, und damit kann man zum Beispiel auch das Dubcheck von Otto Walkes machen. Vielleicht kennt man das, vielleicht nicht. Ich mute mich und dann können wir es nochmal anhören. Ja, ich hoffe, man hört mich jetzt wieder.
So kann man zum Beispiel verschiedene Melodien machen. Wie man auch schon gesehen hat, es gibt hier auch solche Art Kolben, die Blöcke verschieben können, wenn man da die Technik angeguckt hat, während das dann musiziert. Und zwar gibt es einmal den Sticky Piston und einmal den ganz normalen. Der Sticky Piston hat so eine Art Schleim mit dran und der normale Piston hat nichts mit dran. Und wenn man die dann jetzt aktiviert, dann fahren die beide aus. Das kann man auch hören. So. Und der Sticky Piston, der mit dem Schleim dran, der zieht dann die Blöcke auch wieder ein. Der normale Piston nicht. Also, da kann man wirklich so viel machen, der zieht das einfach nicht ein. Und zusammen mit dem Redstone und den Repeatern und den Pistons kann man richtig große Sachen erstellen. Zum Beispiel wie einen Redstone-Computer. Da bin ich nämlich dabei, auf YouTube einen Computer zu machen. Und wie man sieht, das wird dann doch etwas größer, als man so denkt. Wichtig ist, das ist jetzt gerade hier nur der Bildschirm. Ich kann gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zeichen auf einmal anzeigen lassen. Das funktioniert nämlich so. Hier ist jetzt zum Beispiel ein A, da ein B, da ein C. Lass mal einen A machen. Und dann wird hier auch ein A angezeigt. Dann gehen wir zur zweiten Stelle. Und lass mal einen P anzeigen. Wo ist ein P? Wo ist ein P? D, J, K, L, M, N, O. Hier ist ein P. Und wenn wir das dann aktivieren, dann haben wir schon mal einen A und einen P. Dann können wir vielleicht nochmal einen F machen. So, einen F. Dann kommt noch ein E zum Beispiel. A, B, C, D, E. So, und dann jetzt nochmal ein L. Wo ist ein L? Das L ist hier. So. Und jetzt haben wir hier Apfel geschrieben. Sehr witzige Sache. Wenn wir jetzt mal die Redstone-Blöcke wieder wegnehmen, dann wird da natürlich nichts mehr dann stehen. Und das ist jetzt gerade nur der Bildschirm, den ich gemacht habe. Dann wird als nächstes dann noch kommen, wie man das dann automatisch auswählt, wie man das auf einer Tastatur schreibt. Und ich möchte das dann auch so machen, dass man dann zu anderen Computern dann was schreiben kann. Bedeutet, ich nehme einfach diesen Computer hier, kopiere ihn mir dann und dann kriege ich viele Computer, die miteinander schreiben können. So, ich habe hier unten jetzt nochmal eine kleine Technik gebaut. Wenn jetzt zum Beispiel hier das hier aktiviert wird, dann ist hier natürlich ein H. Das ist halt klar. Und hier, das wird dann mit Command-Blöcken angesteuert. Die Command-Blöcke, da kann man nämlich einen Befehl reinsetzen. Und in diesem Command-Block steht jetzt als Befehl drin, setze an diesem Block da bitte ein Redstone-Block oder eine rote Wolle. So, und wenn wir das dann hier jetzt aktivieren, dann kommt da automatisch dann etwas hingeschrieben. Und zwar TH zockt. Das kann man damit jetzt schon schreiben. Und ich finde, das war ganz schön viel Arbeit. Wir können ja mal gucken, wie viele Spielstunden ich hier gerade drin habe. Statistiken. Time played. 8,06 Stunden habe ich hier dran gearbeitet. Das ist ganz schön viel. So, wir gehen mal wieder zurück in die Testwelt. So, jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt gibt es noch mehrere Sachen. Die Redstone-Lampen haben wir schon gesehen. Den Notenblock haben wir auch gesehen. Die Pistons haben wir auch gesehen. Dann gibt es noch den Komparator. Der Komparator, der kann Strom so weiterleiten, wie er ihn reinbekommt. Und zwar, wenn jetzt zum Beispiel hier
Wir drücken mal F3, dann öffnet sich ein Koordinatensystem. Und dann da, wo meine Maus hingeht, das ist rechts die dritte Spalte, Target Block. Da steht jetzt dann Redstone Wire und dann die Power. Die interessiert uns gerade. Da ist nämlich eine Power von 12 gerade. Wenn wir dann jetzt hier gucken, ist hier auch eine Power von 12. Aber wenn hier jetzt eigentlich Redstone gelegt werden würde, dann wäre hier ja wieder unsere Power von 12. Und warum ist dann hier jetzt nicht die Power von 12? Denn der Komparator, wie gerade gesagt, gibt dann die Stromstärke genauso weiter, wie er sie reinbekommt. Das ist recht praktisch bei irgendwelchen Sachen. Denn somit kann er nämlich auch, wenn man noch bei der anderen Seite Strom reingibt. Man hat jetzt hier eine Stromstärke von 12. Und wenn jetzt hier eine Stromstärke von, würde ich mal sagen, 9 reingeht, dann passiert erstmal noch nichts. Aber wenn jetzt eine größere Stromstärke reinkommt als 12 oder generell die hier ist, hier ist jetzt Stromstärke 14, hier ist Stromstärke 12, also ist hier Stromstärke 0, weil hier nämlich diese Stromstärke größer ist. Dann gibt es aber noch den Subtrahierungsmodus, den kann man aktivieren, indem man einmal draufklickt und leuchtet da dieses Lämpchen. Und wenn man jetzt hier 12 hat, 12 minus 11, ich habe jetzt Stromstärke R, 11 und hier Stromstärke 12, dann ist hier nämlich Stromstärke 1. Kann man aber vielleicht auch daran erkennen, dass einfach nur dann so viele Blöcke auch Strom haben. So, hier. Wenn ich das jetzt weitermache, also hier mehr Strom reingebe, hier zum Beispiel eine Stärke von 15 und 15 minus 11 ist 4. Jetzt haben wir hier sogar Minus gerechnet. Dann gibt es auch noch den Target-Block, den Zielblock. Wenn man mit einem Bogen da drauf schießt, so, dann leuchten die Lampen und zwar so stark, wie man da mittig drauf geschossen hat. Ich habe jetzt nicht ganz so mittig drauf geschossen. Jetzt habe ich die Mitte getroffen und deswegen sind alle Lampen angegangen. So. Man kann den Zielblock aber auch noch für andere Sachen nutzen. Zum Beispiel wie, man hat jetzt eine Redstone-Leitung hier unten. So. Und möchte jetzt Redstone dann nach hier oben leiten. Genau. Dann, wie bekommt man das hin? Da müsste man dann eigentlich hier so komische Technik bauen, dann noch hier sowas, dann, nee, das geht dann wieder nicht, also leitet man das hier dann so und dann noch so und das ist jetzt schon viel zu viel, ach, keine Ahnung. Da kann man dann einfach hier einen Zielblock setzen und daran dann eine Redstone-Fackel. Redstone-Fackeln haben nämlich die Besonderheit, dass sie nämlich an- und ausgehen können. Bedeutet, wenn jetzt hier Strom reingeht, geht dieser aus, weil nämlich diese Redstone-Fackel dann deswegen ausgeht. Somit kann man dann Strom invertieren. Ich mache mal kurz wieder Tag. So. Wenn wir das dann jetzt hier an den Zielblock dran machen, dann haben wir hier nämlich, der Zielblock kann nämlich Redstone in sich reinleiten. Bei normalen Blöcken, wenn wir das hier jetzt nochmal bauen. So, und dann hier auch nochmal die Leitung. Und dann jetzt hier einen normalen Block hinsetzen und dann eine Redstone-Fackel dran. Und wir dann hier was reinleiten, dann bringt das total gar nichts. Aber wenn wir jetzt hier jetzt beim Zielblock reinleiten, dann kann das wirklich dahin bepowert werden. So, ich glaube, wir haben jetzt sogar schon das ganze Inventar durch. Nein, haben wir noch nicht. Ich habe hier nämlich noch was vorbereitet und zwar ein Stolperdraht. Der Stolperdraht, wenn er aktiviert wird, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen
das? So, wenn der aktiviert wird, dann gibt es auch ein Stromsignal, was da rauskommt. Also hier gibt es ein Signal. Jetzt kann man damit zum Beispiel einen Alarm bauen, indem man jetzt eine Art RAM baut. Das RAM baut man wie folgt, indem man hier das einmal so macht. Hier wird eine Stromstärke von 15 reinkommen. Dann geht es hier weiter zu Stromstärke 14, geht hier wieder durch, ist hier wieder Stromstärke 14, dann ist hier Stromstärke 13, wird hier wieder dann durchgeleitet zu Stromstärke 15 und somit bleibt das dann die ganze Zeit aktiviert. Wenn wir jetzt dann aber hier wieder dann, hier ist nämlich Stromstärke 14 dann, wenn wir das hier aktivieren. Stromstärke 14 ist hier, das sieht man wieder oben rechts. Und hier, wenn wir dann nämlich einen Knopf nehmen, dann wird hier durch den Repeater Stromstärke 15 sein. Und 14 minus 15 ist eine Minuszahl und Minuszahlen kann man nicht anzeigen hier mit Redstone, deswegen ist das 0. Und wenn es 0 ist, geht das dann hier alles wieder aus und somit hat man hier dann so eine Art Speicherzelle gebaut. Jetzt können wir dann von dieser Speicherzelle ein Redstone-Signal ableiten, das dann in einen Komparator, der in den Subtrahierungsmodus gesetzt ist. Dann setzt man hier einfach einen Repeater hin und hier nochmal einen Repeater. Hier nochmal zwei Redstone und jetzt fehlt nur noch hier einen Redstone. Denn jetzt kann man nämlich einen Taktgeber bauen, der die ganze Zeit blinkt. Indem hier ist nämlich Stromstärke 15, geht hier rein, wird hier als Stromstärke 15 weitergegeben. Dann landet hier wieder am Ende Stromstärke 15. Dann 15 minus 15 ist 0, somit geht das dann aus. Und wenn der hier wieder aus ist, ist 15 minus 0 und 15 minus 0 ist wieder 15 und somit geht das dann wieder an und wieder aus. Also haben wir jetzt hier einen Taktgeber gebaut und daraus können wir jetzt sogar einen kleinen Alarm bauen. Wenn man hier nämlich dann die Repeater noch verstellt, kann man das nämlich noch mit der Schnelligkeit einstellen. Sehr langsam oder sehr schnell. Und jetzt können wir hier zum Beispiel einen Alarm mit einbauen. Ich würde vielleicht sagen, wir nehmen uns einfach mal hier aus unserer Collection einfach mal ein bisschen Emerald und einen Notenblock nochmal. Denn mit diesen Emerald gibt es ja so eine Art Elektronik. Und dann würde ich sagen, wir machen hier so einen Zweier-Repeater dazwischen. Wir machen jetzt so ein Düdüm. Und ein Düdüm. Kriegen wir hin, indem wir erstmal einen hoch machen. Wenn wir jetzt hier nämlich auf den drauf gucken, sehen wir wieder an der Seite Note. Die Note ist gerade auf 0. Wir wollen jetzt aber die Note auf 10 zum Beispiel haben. Also klicken wir drauf. Und hier vielleicht nochmal die Note auf 5. So, und jetzt haben wir hier nämlich einen Alarm gebaut. Und den können wir auch schneller stellen. Und hiermit kann man das dann wieder zurücksetzen. So kann man sich dann noch kleine Alarmanlagen zum Beispiel bauen. Und ich glaube, wir haben jetzt auch das ganze Redstone-Inventar durch. Nein, haben wir noch nicht. Wir haben jetzt noch einen Dropper und einen Dispenser. Ein Dropper und ein Dispenser, die entscheiden sich untereinander. Und zwar nehme ich jetzt mal hier Stein und einmal einen Wassereimer. Wenn wir jetzt dann nochmal Strom nehmen, wo ist Strom? Hier ist Strom. Und den Dispenser platzieren, sehen wir, hier ist so eine Art Loch. Wenn wir da jetzt Wasser reinmachen, also einen Wassereimer, das dann aktivieren, dann wird der Wassereimer leer zu einem ganz normalen Eimer. Und jetzt haben wir hier Wasser. Wenn wir das nochmal aktivieren, dann saugt er es sozusagen wieder in den Eimer rein. Und jetzt haben wir hier wieder alles weg an Wasser. Das Blöde ist halt nur, man kann das halt nicht mit Blöcken machen, dass dann keine Blöcke platziert werden. Die werden jetzt einfach nur hier ausgespuckt. So, wenn wir jetzt aber hier einen Dropper nehmen, der ist dafür, dass man irgendwelche Sachen ausspucken kann. Der kann hier einfach die Blöcke ausspucken. Der Dropper kann aber nicht das Wasser platzieren, weil Dropper und Dispenser unterscheiden sich nämlich von den Sachen. Also hier, der holt einfach nur den Wassereimer raus. Tja, ich glaube, das war's jetzt auch schon. Haben wir noch irgendwas im Redstone-Inventar? Ja, wir haben noch den Beobachter.
Wie ich immer so oft sage, wir haben es schon, aber dann kommt immer wieder was. Gut, also, der Beobachter. Der Beobachter ist eine richtige Petze, denn er hat nämlich ein ganz schön komisches Gesicht. Und wenn er etwas bemerkt, was vor ihm passiert, wir legen hier jetzt mal eine kleine Redstone-Signal hier hin. Wenn jetzt etwas vor ihm passiert, zum Beispiel wie ein Block wird platziert, dann gibt er das sofort als Output. Wenn wir jetzt aber hier einen Repeater zum Beispiel machen, der merkt das sofort. Oder auch wenn das auf eine andere Stufe gestellt wird. Der merkt das einfach. Oder wenn hier jetzt Redstone durchgeführt wird. So. Der merkt alles. Also da kann man ihn wirklich nicht aufhalten, weil und bei. Da kann man ihn nicht aufhalten und er ist auch richtig geil, wenn man zum Beispiel jetzt ein Redstone-Signal durchleiten möchte. Ich möchte jetzt nämlich ein Redstone-Signal von hier. Von. Von hier bis nach hier leiten. Und da, und mein Problem ist, dass ich hier keinen Boden habe. Also hier auf dem, da wo kein Boden ist, kann man natürlich keinen Redstone setzen. Und dann kann man einfach einen Observer nutzen. Der guckt nämlich hier dann diesen Repeater an. Dann guckt der Observer, ob der Observer was gemerkt hat. Dann guckt der Observer, ob der Observer, ob der Observer was gemerkt hat. Dann guckt der Observer, ob der Observer was gemerkt hat, ob der Observer was gemerkt hat, ob der Observer was gemerkt hat. Und dann hier nochmal einen Observer so. Der guckt, ob die alle irgendwas gemerkt haben. Und dann nochmal einen Observer so, damit wir das nochmal hier um die Kurve leiten. Also haben wir jetzt hier, wenn da jetzt Strom reingeht, haben wir zwar nur ein Blinksignal, aber wir haben den Strom hier durchgeleitet. Und so kann man das auch dann weiterleiten. Tja, wir haben jetzt aber auch das ganze Redstone-Inventar, oder? Ja, haben wir. Tja, und dann würde ich auch schon sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.